Jedes Menschenleben soll heilig sein. Diesen Satz hat Kurt Eisner vor fast 100 Jahren im November 1918 gesagt. Er steht in der Proklamation des Freistaates Bayern und damit am Beginn der Demokratie in Bayern. Und dieser Satz, jedes Menschenleben soll heilig sein, muss auch heute der Grundsatz unseres Handelns sein. Und jedes Menschenleben heißt eben nicht jeder Bayer, jeder Deutsche oder jeder Europäer. Nein, er heißt eben tatsächlich jedes Menschenleben. Und deshalb sind wir heute hier. Ich bin stolz, heute diese Laudatio halten zu dürfen, aber ich sage Ihnen auch, ich will eigentlich nie wieder eine Laudatio auf private Seenotretter halten. Ich will sie nie wieder halten müssen. Denn so sehr ich Ihren Einsatz bewundere, lieber Herr Reisch, das Ziel unserer Politik muss doch klar sein. Wir wollen, dass es diese private Seenotrettung eigentlich überhaupt nicht braucht. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Das ist auch der Gedanke, der Klaus-Peter Reisch antreibt, hinaus aufs Meer. Ihn und all die anderen tapferen Frauen und Männer, die verzweifelte Menschen aus dem Meer ziehen und in sichere Häfen bringen. Sie, lieber Herr Reisch, und all die anderen Seenotretterinnen und Seenotretter, die wir heute hier begrüßen dürfen, sind dort zur Stelle, wo die staatliche Gewalt versagt. Sie erfüllen den Auftrag unserer europäischen Grundrechtecharta. Und deshalb, lieber Herr Reisch, will ich hier heute vor allem eines sagen: Danke. Thank you.